Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Zum zweiten Mal fanden die UPC Ostdeutschen Meisterschaften im Powerlifting in der Fischerdamm Sporthalle in Parchim statt. Das Ganze ist vor allem einem Mann zu verdanken, für den die Organisation diesmal ein ganz besonderer Kraftakt war. Hartmut Ewert ist selbst mehrfacher Weltmeister und lebt seinen Sport. Allerdings ist er an Leberkrebs erkrankt. Doch Hartmut Ewert hat das gemacht, was er immer macht. Er hat gekämpft. Nun befindet er sich auf dem Weg der Besserung, auch mit Hilfe des Powerlifting. Auf jeden Fall, weil für mich, das, meine Familie natürlich das Erste am wichtigsten ist, aber in zweiter Hinsicht, was mich auch sehr unterstützt, das ist eben mein Sport. Dadurch treibt also die Genesung auch heran, ne? Und ich lebe für meinen Sport absolut, und der hilft mir ganz, ganz, ganz toll bei meiner Heilung. Powerlifting besteht aus drei Teilbereichen: Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Wenn die Hantel geladen ist, geht es nach und nach an die Maximalkraft. 127 Starts wurden gemeldet. Damit ist diese Meisterschaft die größte ihrer Art in Norddeutschland. Mit 10 Parchimer Startern über den SC Parchim ist die Zahl der einheimischen Sportler deutlich angestiegen. Das sind alles neue Zugewonnene, die eben durch meine Euphorie, die ich mit rüberbringe, gesagt haben oder mir was Gutes tun wollen. Die sagen einfach, hier müssen wir mitmachen. Einer von ihnen ist Max Seifert. Der Parchimer Gymnasiast hat sich beim Bankdrücken 90 Kilogramm vorgenommen. Für ihn ist der Wettkampf eine neue Herausforderung. Ich bin jetzt beim Bodybuilding 2 Jahre mit dabei. Das Powerlifting mache ich jetzt erst so seit 2 Monaten. Wo ich gehört habe, dass es diesen Wettkampf hier gibt, habe ich mich dann auch dafür vorbereitet und mal das Training von Hypertrophie auf Kraft umgestellt, ja. Die Geräte, an denen sich die Sportler abmühen, sind komplett neu. Der SC Parchim hat Monolift und Wettkampfbank aus der Ukraine eingekauft. Panzerstahl fürs Powerlifting. Eine weite Anreise hatten auch viele Sportler. Die weiteste wohl eine Gruppe von der Sportschule Kinema aus Neukirchen beim Heiligen Blut in Bayern. Junge Sportler, die hier Wettkampferfahrung sammeln sollen. Die Zeiten natürlich, wann sie dran sind, das ist sehr wichtig. Das ist ja wichtig beim Powerlifting zum Beispiel, mit Bandagewickeln. Da geht es ja um auf letzten Sekunden. Ja, man hat ja nur Zeit. Ne? 4 Minuten maximal oder 5 Minuten. Und wenn die Bandage zu lange dran ist, dann ist vorbei mit Beugen. Ne? Dann Wettkampferfahrung ist klar. Ne? Dann der Zusammenhalt für alle, das glaube ich ist das Allerwichtigste. Jede der drei Disziplinen ist eine eigene Herausforderung für sich. Der Beste beim Kniebeugen mit sage und schreibe 300 Kilogramm auf dem Rücken war Daniel Isenhagen aus Celle. Ein straffer Trainingsplan führte zum Sieg. Und zweimal die Woche beugen, Kniebeuge, einmal schwer, einmal leicht mit Stopp. Und zweimal die Woche Bankdrücken. Die letzten 2-3 Monate nur noch das. Und davor 2-3 Monate auch Kniebeugen zweimal die Woche. Hartmut Ewert, der Mann hinter der Meisterschaft, denkt selbst schon an seine nächsten Wettkämpfe. Ich bin auf dem besten Weg der Genesung und werde versuchen, dieses Jahr noch mal wieder daran teilzunehmen in Chicago, wenn ich es denn schaffe. Ansonsten uneingeschränkt 2020 bin ich wieder voll auf der Matte. Noch bis spät abends maßen Männer und Frauen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Kräfte. Hier zählt eiserner Wille, und der hilft manchmal auch in anderen Momenten des Lebens. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.